Hallo Nerdfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Transformers Review. Und heute haben wir was Besonderes, und zwar den Transformers 4 Age of Extinction Deluxe Class Bumblebee. Und in dieser Version handelt es sich um die Concept Car Version, also genau um diese hier. Er kommt wieder in der üblichen Verpackung von Transformers 4 Age of Extinction. Ein sehr, sehr nettes Artwork. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Sieht richtig cool aus. Halt wie eine Biene oder Wespe halt sozusagen. Man kann hier diese kleinen Details erkennen, wie diese insektenähnlichen Augen. Und naja, sieht sehr Bumblebee-mäßig schon aus. Hier haben wir die eigentliche Figur drinne mit diesem Konzept von Bumblebee. Hier haben wir diesen normalen Schriftzug, den die Verpackung halt haben. Und auf der Rückseite haben wir den Prototypen Bumblebee, also diesen 2015er Concept Camaro und das Artwork vom Prototyp, wie es hier zu sehen ist. Hier noch eine kleine Biografie und hier die anderen Figuren, die in der Welle erhältlich sind, und zwar Hotshot und Snarl. Ja, ansonsten gibt es hier nichts weiter dazu zu sagen. Alles das gleiche eigentlich wie immer, diese netten Details, die hier auf der Verpackung sind. Ja, das war's zur Verpackung, und schauen wir uns Bumblebee mal etwas genauer an und befreien ihn aus dieser beengten Umgebung. Also, bis gleich. Ja, hier hätten wir Bumblebee nun aus seiner Verpackung befreit, und das gibt uns die Gelegenheit, ihn uns etwas genauer anzuschauen. Der erste Eindruck ist, muss man sagen, er sieht schon ziemlich cool aus. Im Film gefällt mir das Design sehr, sehr gut. Als Figur muss man einige Abstriche machen, da, wie gesagt, das Konzept oder vielmehr diese Konzeptzeichnung von Bumblebee oder die Filmfigur im vierten Teil schwer als Spielzeug umzusetzen ist. Und da kann man Hasbro in der Hinsicht zumindest keinen Vorwurf machen, weil das Movie-Design einfach sehr, sehr schwer ist umzusetzen. Die Wertigkeit der Figur, muss man sagen, ist bisschen besser als die bei diesem Oldschool Camaro, die erste Version von Bier, die wir hatten, und die Details sind auch hier mehr hervorgehoben. Allerdings lässt auch wieder hier die Größe zu wünschen übrig, wenn man ihn vergleicht mit dem Dark of the Moonbee. Fällt auf, dass er ein wenig, also jetzt sieht man hier ein bisschen wenig wegen die Schulterpolster, aber er ist schon etwas größer, also zumindest Dark of the Moonbee ist ein bisschen größer als der Age of Extinction. Wie außerdem wirkt der Dark of the Moon wesentlich breiter, während er hier ziemlich schmal ist. Ja, schauen wir uns die Details im Robotermodus etwas genauer an. Als allererstes haben wir hier seinen wunderschönen Kopf, also diesen wunderschönen Headsculpt, den er hat hier, mit dem Bumblebee-typischen Gesicht. Also das Gesicht ist noch so wie in den anderen Movies. Allerdings hat er diese Battle Mask, die er runtermachen kann. Ist ein bisschen fummelig, weil es wirklich sehr, sehr klein ist. Aber ich finde dieses Detail sehr, sehr gut, dass sie mit reingemacht haben hier. Die Maske lässt sich auch nicht ganz runtermachen. Also man kann ein bisschen von seinen Augen sehen. Allerdings finde ich das trotzdem gar nicht mal so übel. Dann kommen wir hier weiter zur Brust. Dort ist diese typische Brust, die Bumblebee sonst hatte, mit den Fahrzeugteilen etwas verschwunden. Im Film kann man sehen, dass die Scheinwerfer hier unten nachgebildet sind. Hier sind sie auf der Schulter, wie gesagt, weil das Movie-Design sehr schwer umsetzbar ist für diese Figuren. Dann haben wir hier diese ganze Bauch-Area. Die ist ungefähr noch fast so genauso gleich wie bei den anderen Bees. Also wenn wir hier den Dark of the Moonbee sehen, und da haben wir diese ganzen Hydraulikzylinder und Schöße, die da hervorkommen, die haben wir hier auch wieder ein bisschen aufgegriffen. Und ja, eigentlich nicht schlecht, muss man sagen. Und dann haben wir hier die Beine, die komplett neu designt wurden. Bei den anderen Bees sieht man immer diese Fahrzeugteile, also diese typischen Fahrzeugteile, dieses Heck bilden sozusagen, hängen hinten immer an den Beinen. Das fand ich immer unschön und sah nicht gut aus. Und hier haben sie es sehr, sehr gut gelöst. Wir haben diese Fahrzeugteile so kompakt zusammengefaltet, damit es hinten an den Waden sozusagen doch ein sehr gutes und stimmiges Bild ergibt. Plus dieses Teil, was hier unten ist, was man nachher noch umklappen kann. Also sehr, sehr nette Details. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also die Transformation der Beine ist sehr gut. Dann kommen wir zum Backpack. Und hier muss man sagen, dass sie sich
wieder bezogen auf dieses Design der Moviefiguren nicht mit rumbekleckert haben. Vor allem dieses ganze vordere Haubenteil, was hinter seinem Kopf hervorsticht, ist nicht schön. Also gefällt mir überhaupt nicht. Hier unten, hier oben haben wir die Schulterpolster, also die die Fahrzeugfront bilden. Und hier kann man schon sehen, wie die Scheinwerfer rausgearbeitet sind. Sehr, sehr nice. Insgesamt gefällt mir die Farbgebung der Figur sehr gut. Man kann im Fahrzeugmodus... Also im Fahrzeugmodus sieht man ganz deutlich die Farbunterschiede, was im Robotermodus nicht so auffällt. Aber die ganze Figur an sich, abgesehen von der Größe, von der Breite vielleicht, wirkt doch sehr, sehr stimmig und gefällt mir ausgesprochen gut. Ja, was hat er noch für Besonderheiten im Robotermodus? Und zwar haben wir hier seine Armkennen. Ein sehr, sehr nettes Detail, was man hier sieht. Man klappt etwas die Seitenscheiben runter. Was auch eigentlich ziemlich cool ist mit den Seitenscheiben hier. Ansonsten sind sie ja immer hinten auf dem Rücken. Das war ja typisch Bumblebee-Design-mäßig. Aber auf jeden Fall haben wir hier seinen Armkennen kennen und die können wir einfach so drehen. Und schon haben wir diese. Ein sehr, sehr nettes Detail. Und die Hand kann man hier ein bisschen sehen, aber das fällt nicht weiter auf, weil es doch ein Maschinenteil sein kann. Der Blaster vorne hat eine Farbgebung erhalten in diesem Silbergrau. Sehr, sehr nice. Und ja, nettes Detail und schätze ich eigentlich ziemlich gut ein für diese Figur als Detail, genauso wie die Battle Mask, die auch mit dabei ist. Ja, was hat er für Bewegungspunkte? Wir haben hier einmal Kopf auf dem Balljoint, dann haben wir hier oben Schulter. Da muss man ein bisschen aufpassen mit diesen Ninja-Wurfstellen hier, da komme ich gleich zu, die behindern ein wenig die Posierbarkeit. Dann haben wir Elbow Joints auf ganz minimalen Ratchet Joints. Andere Seite genau das gleiche. Hier ist ein bisschen Schrammer, kann man hören. Also das ist der hier und das ist der hier. Also ein bisschen minimal schwächer halt. Dann haben wir oben Oberschenkeldrehpunkte. Innen und außen, vor und zurück. Also hier ist die Bewegung wieder sehr gut gegeben. Keine Hüftrotation. Dann haben wir hier Knie. Auch ziemlich gut. Minimal eingeschränkt durch dieses Hinterrad und so, aber trotzdem 90 Grad lassen sich noch bewerkstelligen. Also sehr, sehr gut. Ja, und dann haben wir unten natürlich nur noch Fußbewegung an zwei Punkten, einmal hier und einmal hier oben. Und im Großen und Ganzen war es das auch denn schon für die Bewegungspunkte. Ja, einen Größenvergleich habe ich schon gezeigt. Er ist etwas kleiner und schmaler als der Dark of the Moon Bumblebee. Aber im Vergleich zu den anderen Deluxe-Figuren der Reihe fügt er sich doch ganz gut ein. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, hier hätten wir nun den Größenvergleich mit den anderen Figuren. Crosshairs, Drift, Lockdown und Bumblebee. Und man kann sehen, mit den Schulterpolstern ist Bumblebee sogar noch mit einer der größten Figuren. Aber an sich war... ist es wieder nicht ganz in Scale, weil Crosshairs ein bisschen größer war als Bumblebee und Drift genauso. Aber ansonsten harmonieren die eigentlich sehr, sehr gut von der Größe her. Also die Toyline hat überall also die gleichen Größenvorgaben sozusagen. Ja, kommen wir nun zur Transformation von Bumblebee. Und man muss, also ich kann jetzt schon sagen, der Robotermodus ist klar im Vorteil gegenüber dem Fahrzeugmodus. Fangen wir hier an, diese Ninja-Wurfsterne zu entfernen. Ach, übrigens kann man die auch noch in den Händen platzieren. Und dann kann er die so... Allerdings hat er sie nicht benutzt im Film, was sehr, sehr schade ist. Wahrscheinlich gibt es einige Director's Cut Szenen oder auch nicht, aber sie sind wohl dem Filmschnitt vielleicht zum Opfer gefallen oder passten her doch nicht so rein in der Thematik oder in der Szene oder was weiß ich. wo fangen wir an? Als allererstes fangen wir bei den Beinen an. Dort drehen wir die Beine einmal. Also wir machen die einmal so. Machen die einmal so. Klappen dieses Teil hier hoch. Klappen das Teil hier hoch. Klappen diese Teile hier zur Seite. Dieses Teil genau das gleiche. Klappen das Teil ein wenig hoch hier, damit ein bisschen Bewegungsfreiheit entsteht hier. Machen die Füße so hoch. Dort kann man schon sehen, dass die sich dem
dem grauen Teil hier unten anfügen, hier sozusagen. Also man kann es hier sehen. Die passen genau hier so rein. Und dann klappen wir diese ganzen Teile nach vorne. Und zwar ist das hier der vordere Teil des hinteren Kotflügels und der muss hier vor dem Rad nach oben geschoben werden und findet dann hier seinen Platz. Hier kann man das sehen. Andere Seite genau das gleiche. Wir machen dann, also fassen eigentlich diesen ganzen Fuß an und klappen den einfach nach vorne. Das schiebt sich ganz locker vom Rad, also keine Probleme mit irgendwelchen Freiräumen sozusagen. Allerdings kann man hier schon sehen, dass die Passgenauigkeit von B unter aller Kanone ist und da komme ich nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Dann kommen wir zum Heck des Fahrzeugs. Das klappen wir einmal so um. Andere Seite genau das gleiche. Einmal so um und fügen das erstmal so zusammen. Es hält nicht da drin, also es sind keine Packs und nichts dazwischen. Also es hält einfach nur, bleibt erstmal so, bis dieses Heckteil vom Dach hier hinten wieder platziert wird. Und dazu kommen wir jetzt. Wir klappen das einfach so nach hinten so. Also man kann sehen, dass es hier wieder über ein Gelenk gelagert ist. Und dann klappen wir das Dach rein. Geht eigentlich ziemlich einfach. Klappen das hintere Teil hier rein. Und dann müssen wir ein bisschen fummeln, bis es dann alles so etwas passt. Und dann fügen wir alles so zusammen. Und dann hätten wir das Heck des Fahrzeugs schon im Großen und Ganzen fertig. Und das ist keine Misstransformation. Diese Spaltmaße sind wirklich schrecklich. Also die zerstören meiner Meinung nach das ganze Fahrzeugbild. Und da hat sich Hasbro wirklich keinen Gefallen getan. Wenn man es so anderen Figuren, wie zum Beispiel auch dem Dark of the Moonbee oder anderen Bumblebees, ist die Passgenauigkeit da besser gegeben als hier. Also haben sie sich wirklich keinen Gefallen mitgetan. So, dann klappen wir diese Kotflügel, die hier sind. Klappen wir einmal nach hinten und dann sieht man schon die Front des Fahrzeugs. Wir klappen einmal die Seitenscheiben nach oben und fügen das ganze Fahrzeug dann so zusammen. Und wie gesagt, die Spaltmaße sind wirklich so. Also das ist keine Misstransformation hier. Andere Seite genau das gleiche. Wir klappen die Kotflügel nach vorne. Klappen die Seitenscheibe so hoch und dann hätten wir das gesamte Seitenteil des Fahrzeugs schon soweit fertig. Dann klappen wir die Brust nach vorne und das ist eins der Details, die ich wirklich mag an der Figur. Wir können hier vorne nämlich diesen ganzen Vorderwagen, also diese ganze Front sozusagen rausklappen bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann müssen wir diese Front nach vorne klappen und fügen das einfach dann so nach oben. Und das wäre das... Das wäre dann schon alles. Also man kann hier sehen, die Passgenauigkeit ist eigentlich ziemlich gut. Also sieht schon sehr, sehr gut aus. Und dann klappen wir die Brust einfach wieder nach hinten. Jetzt kommen wir zum trickigen Part. Und zwar müssen wir können hier sehen, hier ist das Loch. Wenn die Kamera scharf stellt, da ist das Loch. Und das Gegenstück davon ist hier dieser Stift, der hier rein muss. Und das ist ein bisschen tricky. Man muss ein bisschen fummeln, komischerweise funktioniert es auf der Seite etwas besser. Um die Fahrzeugseite denn noch zu verankern, haben wir hier, wo diese Ninja-Wo-Sterne vorher dran waren, ein Pack sozusagen, ein Befestigungspunkt. Und so können wir die Seitenlinien dann richtig festmachen hier sozusagen. Andere Seite genau das gleiche. Wir klappen das Teil einfach hoch. Dann hätten wir die Front schon fertig. Und dann müssen wir bloß noch diesen Stift, der an den Seitenscheiben montiert ist, einfach da reindrücken und dann hätten wir die gesamte Fahrzeugseite sozusagen schon in Position gebracht. Und das wäre die ganze Transformation von 2015 Deluxe Glass Bumblebee, Camaro Bumblebee. Ja. Schauen wir uns ihn etwas genauer an im Fahrzeugmodus. Also man kann hier sehen, diese Spaltmaße, wenn da passt ein ganzes Blatt dazwischen. Wenn da der Wind durchpfeift, dann gibt es verschiedene Töne. Also wirklich nicht schön. Auch hier hinten kann man sehen, selbst wenn man ein bisschen nachdrückt, ist die Passgenauigkeit nur bedingt gegeben. Wir haben hier nicht mal, also mit Farbe haben sie auch hier wieder gespart. Wir haben, die Rückleuchten sind nicht farbig abgesetzt. Diese ganze untere Stoßstangen Gegend hier unten ist auch nicht schwarz, die Auspuffrohre. Es sind zwar Details dort, aber die haben keine Farbe. Wie es halt schon bei Voyager Galvatron war, da war es wirklich sehr, sehr schlimm, da die ganzen Details überhaupt nicht zu erkennen waren. Und auch auf dieser Seite kann man diese ganzen Spalten sehen, die es hier gibt. Also, und hier diese ist eigentlich noch
Das genau ist ja, also dieser Blaster an der Seite von dem Marben ist eigentlich noch mit am besten eingefügt, da hier die Spaltmasse sich in Grenzen halten. Aber wenn man genauer hinsieht, kann man sogar sehen, dass die Teile von den Seitenscheiben sich nach außen biegen. Wirklich schlimm bei dieser Figur. Und was noch auffällt, ich meine, hier auf der Kamera kann man es nicht sehen, aber in Live sieht man da, dieses ganze Teil ist lackiert, das Dach ist nicht lackiert. Das Dach ist nicht lackiert, aber diese Haube, dieses Mittelteil hier von der Haube ist lackiert. Und das Heck ist vollkommen lackiert in Orange. Und diese Seitenscheiben, die sich reinklappen, sind in Orange. Und das sieht auf der Kamera sieht man es vielleicht ein wenig, aber in Wirklichkeit sieht es wirklich schlimm aus. Also die beiden Töne sind zu weit auseinander. Das fällt wirklich auf, dass diese Teile lackiert wurden und die anderen halt dieses gelbe Plastik ist. Hier unten kann man noch zusätzlich diese Wurfsterne verstauen. Und zwar haben wir hier unten, kann man sehen, diese beiden Löcher und in der Mitte ist so ein bisschen Platz. Und diese Wurfsterne haben wir auf der Innenseite auch. Einmal diesen großen Stift sozusagen und die beiden kleinen Stifte. Und das kann man hier reinstecken. So, dann hätten wir ein Linear-Wurfstellen verstaut. Dadurch werden die Füße noch ein wenig zusammengedrückt. Ist eigentlich auch nicht von Nachteil, sagen wir mal so. Und das andere Teil ist hier oben. Hier kann man den anderen Wurfstellen verstauen. Das ist ein bisschen trickiger, weil das hier ein bisschen eng ist. Aber kriegen wir auch. Und dann hätten wir die beiden Wurfsterne verstaut. Ja, Rollen geht eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Also die Sterne sind nicht im Weg. Um einen kleinen Größenvergleich zu haben, haben wir hier diesen Oldschool Camaro. Also die haben ungefähr beide die gleiche Größe. Eigentlich ziemlich exakt die gleiche Größe. Und so harmonieren die beiden schon sehr, sehr gut. Aber halt die Nachteile im Fahrzeugmodus sind diese Spaltmaße und diese unterschiedliche Farbgebung von den Teilen. Also die teils lackierte, teils normales Plastik, was gelb ist. Ja, das war's vom Fahrzeugmodus von Bumblebee. Auch wieder klein und leicht, aber schon ein bisschen schwerer als diese hier. Ist wirklich ein Leichtgewicht. Um ihn wieder zurück zu transformieren, brauchen wir einfach nur diese Sterne hier rausmachen. Also sie sitzen sehr, sehr gut. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Dann öffnen wir die Türen ein wenig. So. Und so. Und dann nehmen wir diese Fassung hier oben ungefähr so an. Und dann ziehen wir dieses ganze Teil einfach nach unten. Da steckt ziemlich fest drin der Stift. Andere Seite genau das gleiche. Wir lösen das ein bisschen raus und klappen es einfach so nach unten. Eigentlich ziemlich easy zu bewerkstelligen. Dann klappen wir dieses Teil hier hoch und man kann sehen, wenn das Teil dran ist, ist die Brust richtig schön dicht dran am Bumblebees Kopf. Sie kommt ein wenig raus, wenn das Fahrzeugteil dran ist, aber hält sich alles noch in Grenzen, sagen wir mal so. Dann klappen wir dieses Teil nach vorne. Ungefähr bis hierhin. Klappen die Stoßstange noch einmal nach unten. Also man kann sehen von der Seite, mal sehen, ob ich das so zeigen kann. So ist es dran. Klappen das ein wenig nach vorne und klappen die Stoßstange noch einmal und dann verschwindet das ganze Teil halt hier im Brustkorb von Bumblebee. So, und klappen dann die Brust wieder etwas ran. Und man kann schon sehen, dass die Brust dann ein wenig weiter nach vorne ist. Wenn er so steht, fällt es nicht weiter auf, aber der Unterschied zwischen den Abständen ist doch schon manchmal zu sehen. Dann kommen wir zu den Beinen. Das ist natürlich wichtig, die Beine sind immer wichtig. Wir klappen das Heckteil hier hoch, lösen das Ganze ein wenig und dann lösen wir es auch hier vorne von der Frontscheibe und klappen das ganze Teil hier nach vorne. Bis es einmal Klick macht. Und dann hätten wir das ganze Backpack schon so verstaut, wie es halt im Roboter-Modus dann auch zu sehen ist. Dann kommen wir zu den Beinen. Dort lösen wir hinten das Heck, klappen wir es einmal so nach oben, um mal ein bisschen Platz zu schaffen. Nehmen die Füße und klappen diese Teile einfach so nach vorne. Und klappen die Füße dann so nach oben.
Andere Seite genau das gleiche. Klappen das Heckteil nach oben, nehmen die Füße. Klappen die Füße nach hinten, halten das ganze Teil etwas fest und klappen dann, also klappen das so halt aus. Dann kommen wir hinten zu dem Teil, klappen es einfach um. Klappen diese Heckstoßstange hier, damit es ein wenig die Räder abdeckt. Andere Seite genau das gleiche. Klappen wir es so nach oben, hier so ran. Und dann kann man sehen, ist hier ein Gelenk und die Räder klappt man einfach so nach hinten. Also eigentlich ist sehr, sehr einfach und eine gute Transformation der Beine und keine übliche Transformation von Bumblebee, wie es sonst bei jeder Figur war, dass das Fahrzeugheck halt hinten an den Beinen ist. Dann drehen wir die Beine einmal. So. Andere Seite genau das gleiche. Drehen das alles einmal. So. Und schon hätten wir Bumblebees Beine fertig transformiert. Eigentlich ziemlich simpel, aber trotzdem innovativ. Dann klappen wir die Arme etwas an hier. Und klappen die Scheibe einfach so nach innen. Andere Seite genau das gleiche. Wir machen die Arme ein bisschen so, die Unterarme und dann die Scheibe. Und dann können wir noch, je nachdem, wie jeder es haben will, kann man die Teile von den Schultern einmal so positionieren. Man kann die auch etwas anwinkeln und nur so ein bisschen leicht lassen. Man kann die auch nach vorne klappen, damit dann beide Teile so sind. Ich persönlich lasse sie leicht angewinkelt. Also nicht komplett nach vorne, sondern leicht so. Sieht für mich persönlich einfach am besten aus. Und das wäre die Transformation von Bumblebee, den Konzept Camaro Bumblebee aus Transformers 4 Age of Extinction. Keine sehr schlechte Figur. Ja, was können wir abschließend zu Bumblebee sagen? Im Robotermodus macht er eigentlich eine sehr gute Figur. Er ist natürlich klein und schmal und naja, es geht einigermaßen. Wie gesagt, Hasbro kann man in der Hinsicht des Designs oder der Transformation, natürlich gibt es auch wieder gibt es Wege, die Transformation so hinzubekommen, dass es wirklich innovativ ist. Aber ich denke mal, wir haben nicht nur diese Kiddies, Deluxe Attackers Transformers, sondern auch die Sparte der Sammler und eigentlich bin ich schon sehr zufrieden mit dieser Figur. Sie sieht optisch schon sehr gut aus, aber sie ist wirklich schmal und klein. Das ist der größte Nachteil im Robotermodus, da sie einfach zu schmal und zu klein ist. Der größte Nachteil, wie gesagt, im Fahrzeugmodus sind diese riesigen Spaltmaße und die unterschiedliche Farbgebung der Teile, die dort verbaut worden sind. Vom Design her gibt es eigentlich nichts zu meckern. Ich mag das neue Design wirklich sehr. Selbst die Beine sind ist eigentlich sehr gut. Ich mag diesen Kontrast zwischen Gelb, Schwarz und Grau und ja, eigentlich sehr, sehr gut. Hinten hat er natürlich das übliche Backpack mit dem Dach sozusagen. Und wie gesagt, man kann sich entscheiden, ob man es etwas zurückklappt, damit es nicht ganz so auffällt oder dicht dran lässt. Aber ich persönlich klappe es immer ein bisschen weiter nach hinten, weil es dann einfach ein bisschen besser aussieht. Ja, und dann diese kleine Mini-Battle-Mask, die er hat. Die kann man denn so runterschieben. Man kann hier sehen, es ist nicht viel, viel Raum, was sich bewegt. Das ist ungefähr nur dieses Stück. Aber, ja, geht schon. Gegenüber des Artworks kann man sehen, eigentlich müsste die Maske das komplette Gesicht verdecken. Aber ich bin wirklich sehr, sehr froh. Und was noch auffällt ist, ich weiß gar nicht, ob die Kamera das überhaupt einfängt, ist dieses wirklich kleine, minimale Autobot-Symbol, was mit bloßem Auge, kann man es besser erkennen als mit der Kamera, wirklich sehr, sehr gut rausgearbeitet ist. Also so, Hut ab, also wirklich ein super Stempel hier, den Bumblebee hier auf der Stirn noch bekommen hat. Ja, das war meine kleine Review zu Transformers 4 Age of Extinction 2015 Concept Bumblebee Camaro.